Hallo und herzlich willkommen bei Schlaufis Bastelkanal, der Problemlöser für die kleinen Dinge, die deinen Alltag leichter machen. So Jungs, Ostern steht vor der Tür. Haben wir ein paar Sachen vom Internet aus gedruckt und die werden wir jetzt auf eine Holzplatte übertragen und ein schönes Ostersymbol machen oder ein paar. Ja, bei dem Symbol, das wo man da jetzt ausgewählt hat, da werde ich jetzt praktisch das Weiße alles ausschneiden und dann auf die Platte übertragen. Genau, fangen wir einfach mal an. So, jetzt machen wir diesen Abdruck von dem Hasen, übertragen wir jetzt auf dieses Holz. Das ist ein alter Schrank, eine Rückwand von einem alten Schrank. Man könnte jetzt auch einen Sprühkleber benutzen und das Ganze aufkleben, habe ich aber keinen. Und das Haarspray von meiner Frau wollte ich auch nicht nehmen. Also nehme ich lieber die Variante mit Abpausen, mit Pauspapier. Fertig. Jetzt schon drauf. Passt schon. Ja, moin zusammen! Falscher Kanal. War ein kleiner Witz. So, jetzt schneiden wir das Teil da aus. Das war Wikis Welt, nicht Schlaufis Bastelkanal. Ein Ei. Warum mache ich das eigentlich nicht mit die Kopiersäge? Warum habe ich das jetzt mit der Stichsäge gemacht? Es ist natürlich da hinten, sieht man, komplett alles weggebrochen. Und natürlich kann man diese Konturen auch nicht so scharf machen. Und blödsinnigerweise, ich habe ja so ein Teil. Was machen wir in so einem Fall? Wir machen nochmal. Schaut jetzt besser aus. Da sind die Kanten viel schärfer. Hat aber auch länger gedauert. Du lernst schnell. Danke. Da haben sich die 12 Jahre Grundschule hergenommen. So schaut er aus. Und jetzt haben wir den ganzen, die Kanten einfach ein bisschen schwarz machen. Weil dann schaut er gleich noch viel besser aus. Okay, das ist meine Meinung.
Ja, schaut schon besser aus. Mit. Okay. Dann haben wir noch das Osternschild. So, und jetzt habe ich vor, das Ganze da zum Drauflackieren. Aber wie? So, wir bringen das jetzt da drauf. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich probiere es einfach mal so. Ich mache das jetzt los. Tupfe das Ganze bloß weit ab. Versuche, dass da ein bisschen drauf klebt. Und dann sprühe ich einen Lack drauf. Tja, eigentlich kann ich das gleich so nicht mehr. Wahrscheinlich ein Scheiß. Jetzt haben wir sie aber schnell drin. Wird einfach egal, wie es wird. Ah, ich brauche da noch einen Osterhasen, eine Herrschaft. Nein. Geleck, bin ich wieder verrutscht. Hallo, komm. Ich will ja keinen Sprühkleber nicht eigentlich da. Wahrscheinlich wird es müssen. Mein Gott, ne? Ja, genau. Spucke. Da habe ich noch einen da gehabt. Beim U ist noch einer drin. Wo ist denn der jetzt hingekommen? Jetzt ist das kleine U natürlich nicht mehr da. Ja, das war ja klar. Jetzt ist das kleine U nicht mehr da. Warum passiert uns das bloß immer wieder? Bastel dann mal schnell ein neues. Mann! Das kannst du mich gerne. So wie es geworden ist, so ist es geworden. Und weg damit. Und? Ich glaube, das passt doch, oder? Wenn es schief ist drauf. Egal. Nein, passt schon. So, dann brauchen wir noch eine Befestigung. Nicht ölen, ich werde es nicht lackieren, das hält jetzt ein, zwei Jahre und das reicht. Und nächstes Jahr ist dann sowieso wieder was anderes in und ja, also das tun wir nicht da. Und dann stecke ich diesen Garten aus, das ganze Zeug. So, jetzt sind sie alle im Garten platziert. Ich finde, die sind richtig schön geworden und das ist auch relativ schnell gegangen. Also ein kleines Projekt, das jeder nachmachen kann. In dem Sinne, nimm's leicht und mag's dir leicht. Weil mit meinen Tipps wäre es leichter. Servus, ich stehe hinter der Kamera. Servus.